So, hallo erstmal. Wie man hört, ich komme aus dem Allgäu, also bitte die Sprachfehler nicht ganz so. Das Hochdeutsch ist nicht so meins. Ich bin normal der Organisator von diesen ganzen Geschichten, also reden ist auch nicht so meine Ecke, aber wir probieren es halt trotzdem. Ich habe hier mal ein paar Namen. Klaus Töpfer, ehemaliger deutscher Bundesumweltminister, Matthias Kleiner, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Ulrich Beck, ehemaliger Soziologieprofessor, Klaus von Donani, früherer Bundesbildungsminister, Ulrich Fischer, Landesbischof der Evangelischen Landeskirche, Alois Glück, Präsident des Zentralkomitees Deutscher Katholiken, Jörg Hacker, Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher, Jürgen Hambrecht, Vorstandsvorsitzender der BASF, Volker Hauff, ehemaliger Bundesminister für Forschung und Technologie, Walter Hirche, Präsident der deutschen UNESCO, Reinhard Hüttel, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Geoforschungszentrums Potsdam, Weimar Lübbe, Philosophin, Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, Lucia Reitz, Wirtschaftswissenschaftlerin, Ortwin Renn, Risikoforscher, Miranda Schreuers, US-amerikanische Politikwissenschaftlerin und Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IG Bergbau und Chemie. So, das waren jetzt eine Menge Namen. Weiß jemand, wer das ist? Das ist die Ethikkommission, die darüber entschieden hat, dass wir unsere Kernkraftwerke abschalten sollten, beziehungsweise die von Frau Merkel damit beauftragt wurde, Gründe zu finden, warum man die Kernkraftwerke abstellen soll. Weil die Reaktorsicherheitskommission ja festgestellt hat, dass sowas wie in Fukushima mit deutschen Reaktoren einfach nicht passieren kann. Mal davon abgesehen, dass man Tsunamis an der Donau eher selten. Naja, das, wie Sie festgestellt haben, da war nicht einer einziger dabei, der irgendwie eine Expertise zu dem Ganzen hatte. Ich glaube, der Herr Renn ist der Einzige als Risikoforscher. Aber zum Thema Physik und Kernkraftwerke kann er so viel sagen wie ich zu, keine Ahnung, zu Luftverkehr oder sonst was. Und sowas entscheidet über unsere Energiepolitik. Also irgendwo beißt sich da einiges. Tja, wir sind ja hier wegen Neckarwestheim. Mal ein paar Zahlen zu Neckarwestheim. Stromerzeugung 2020, 11,1 Milliarden Kilowattstunden. Ich habe das mal umgerechnet. So ein Stromverbrauch 2020 hat der Haushalt durchschnittlich 4.900 Kilowattstunden gebraucht. Das heißt, Neckarwestheim produziert Tag für Tag Strom für 2,3 Millionen Haushalte. Durchschnittswindkraftwerk hat der Simeon Preuß vorher schon gesagt, hat 4 Megawatt. Das Kraftwerk Neckarwestheim hat 1400 Megawatt. Das heißt, allein wenn wir jetzt nur mal vom Nettowert ausgehen, bräuchte man 350 Windkraftwerke, um Neckarwestheim zu ersetzen. Dummerweise läuft so ein Windkraftwerk halt nicht 100% der Zeit, sondern im Jahr von 8000 irgendwas Stunden nur 1800 Stunden. Das heißt, wir bräuchten, um so viel Strom zu erzeugen, wie Neckarwestheim wirklich bringt, um so viele Haushalte zu versorgen, bräuchte man netto 1541 Windkraftwerke. Jetzt haben wir halt das Problem, dass der Wind nicht immer weht, die Sonne nicht immer scheint. Das heißt, wir haben Dunkelflauten. Greenpeace rechnet immer mit einer Dunkelflaute von 3 Wochen, also 3 Wochen, wo kaum Wind ist, wo kaum Sonne scheint. Ich rechne jetzt nur mal mit der Dunkelflaute von 7 Tagen. So Speicher für 7 Tage muss man natürlich auch laden, bestenfalls möglichst kurz, weil die nächste Dunkelflaute könnte ja kommen. Ich bin jetzt mal optimalerweise oder entgegenkommenderweise, muss ich sagen, von einer Ladezeit von 1 Tag ausgegangen. Das heißt, wenn der Speicher leer ist, gebe ich den Erneuerbaren, den Windkraftanlagen 1 Tag, um diesen Speicher für 7 Tage wieder zu laden. Das heißt, wir bräuchten 7-mal so viele Windkraftwerke, um wie Neckarwestheim ersetzen würde. Da kommen wir dann nur, um das Gas zu erzeugen, auf 10.786 Windkraftwerke. Nur um den Speicher zu laden. Jetzt hat natürlich alles, jede Umwandlung hat einen Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad von Power to Gas ist laut ENBW bei 0,6. Das heißt, von jeder Kilowattstunde, die wir in Gas umwandeln, bleiben im Endeffekt 0,6 Kilowattstunden Gas übrig. Der Rest verpufft einfach in Wärme und Sonstiges. Das heißt, um wirklich das Gas zu erzeugen, das wir in den Puffer reinpacken, sind wir dann schon bei 17.396 Windkraftwerken. Jetzt wird das ganze Gas natürlich dann irgendwann in irgendwelchen Gasturbinen wieder zurückverstromt. Wirkungsgrad des modernsten Gaskraftwerks, das wir zurzeit in Deutschland haben, das steht in Irsching, sind 0,6.
Das heißt, wir haben wieder einen Verlust von 0,6, den wir dazu addieren müssen. Und im Endeffekt kommen wir dann, nur um den Speicher in einem Tag laden zu können, auf 28.518 Windkraftwerke. Jetzt haben wir aber nebenher noch an diesem einen Tag, müssen wir die restlichen 2,3 Millionen Haushalte nochmal versorgen. Das heißt, da kommen dann die 1.541 Windkraftwerke von vorne auch nochmal dazu. Das heißt, um die 7 Tage Speicher in einem Tag laden zu können und die Stromversorgung aufrechterhalten zu können, ohne Neckar-Westheim, bräuchten wir eine ganz nette Zahl, 30.059 Windkraftwerke mit 4 Megawatt. Also ich glaube, das Ländle wird sich ganz nett verändern, wenn wir hier 30.000 Windkraftwerke hinstellen würden. Sind sich wahrscheinlich die Grünen weniger so bewusst. Immer wenn es heißt, Neckar-Westheim weg, ja, da stellen wir halt ein bisschen Photovoltaik auf und ein paar Windkrafträder hin, dann kriegen wir das schon wieder rein. Ja, 30.000 Windkrafträder, ich weiß nicht, im Schwarzwald sieht sowas, glaube ich, nicht ganz so geil aus. Deutschland kann sich dann, was Tourismus angeht, wohl ein bisschen auf was gefasst machen. Ja, so viel mal zu einer ganzen Menge Zahlen. Das Ganze wollen wir 2 Wochen wieder machen, da sind wir in Gundremmingen. Also wer Lust hat, in 2 Wochen dann an meinem Heimkernkraftwerk in Gundremmingen. Heimkernkraftwerk heißt nicht, dass ich da gezahlt werde. Ich verdiene mein Geld mit der Steinkohle. Von daher habe ich von der Nuklearenergie gar nichts. Dankeschön fürs Zuhören. Jetzt haben wir es dann auch bald. Jetzt machen wir noch ein bisschen Musik. Wenn Sie noch Fragen haben, quatschen Sie irgendeinen an. Atomlobby-Pulli oder man erkennt es an den T-Shirts. Einfach nachfragen, Broschüren mitnehmen. Dankeschön. Ciao.